Yo, YouTube, was geht ab? Aber wieder am Start, herzlich willkommen zu einem neuen Mega-Rampenrennen mit dabei. Heute sind wieder Rustic und ein Crimex. Heute uns wird Zeit, die Jungs wieder fertig zu machen. Ganz genau, Leute. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst gerne ein Like da und wenn ihr den Chatglocke aktiviert, checkt die Jungs auch gerne am Ende vom Video ab, Leute. Wir machen die fertig, Leute. Ganz easy, easy, easy. Wir gehen direkt rein in die Rampe. Machen fortfahren. Ich setze 1000 Dollar natürlich auf mich, Leute, und ich würde sagen, let's go! So, ihr Paul. Ja, tschüss. Was geht eigentlich bei euch? Ich glaube, ihr wollt heute mal wieder Geld verlieren. Habe ich das richtig verstanden? Weißt du was? Weißt du was? Ich scheiß aufs Geld. Ich werde dafür sorgen. Ich werde euch brechen. Okay, Amir komplett abgehoben. Okay, ich. Für Amir ist 3000 Euro auch nicht mehr viel Geld, seitdem bei ihm YouTube läuft. Schade. Seitdem ich Stunny 5K abgezogen habe. Hab ich jetzt gesehen. Ja, Amir denkt, er hat mich sabotiert, hat er aber nicht. Oh, man muss hier immer perfekt reindippen. Oh, Leute, das ist meine Rampe. Ich seh doch, das ist mein Rennen hier. Nein, Jungs, das ist die Breakdance. Oh mein Gott, sehr gut. Nein, wenn du hier Breakdance, fällst du runter. Tschüss, Russik. Ja, perfekt. Perfekt, Russik am Breakdancen da vorne. Oh mein Gott, du hast jetzt wieder gefangen. Was? Wie? Oh mein Gott, das glaube ich. Wie hat er sich gerade wieder gefangen? Nein. Man muss das hier nämlich mit Rentner-Technik. Nein! Perfekt, da ist nämlich schon der erste weg. Wir haben es geschafft. Erste Round, first try. Russik aber auch hier bei uns direkt. Amir, verschonen oder? Aber der ist eigentlich die ganze Zeit oben so, ne? Ja, Amir, den lohnt noch gar nicht, hier den wegzurammen. Aber so Angst machen. Kurz angetäuscht. Aber ich sag euch ehrlich, es ist gar nicht so einfach hier zu sabotieren, wenn man so reindippt in diese Dinger. Leute. Oh nein, okay, ich muss respawnen, ich muss schnell respawnen. Ich zeig euch gleich, wie man die Sabotage macht, gar kein Problem. Nein, glaub mir. Das war's für dich, mein Freundchen. Hä? Nein! Nein! Bro, das heute ist Katastrophe. Ich komm einfach nicht durch. Nein, ich muss Rentner-Taktik machen. Ich hab dich mal erstes Auto, der Bummi. Bro, dich Auto! Max ist am. Ja, Max fällt runter. Sehr gut. Leute, das ist unser Comeback. Wir werden jetzt hier locker, flockig. Spaß in den Decker runter und dann werden wir die runterhauen. Mach erstmal eine Abfahrt, dann reden wir weiter. Warte, reden wir weiter. Ja, ist doch kein Problem. Ich mach die Rentner-Taktik. Jungs, es ist schön, dass ihr die Rentner-Taktik macht, aber wisst ihr, welcher Rentner ganz vorne ist und das geschafft hat mit dieser Dreckskiste und jetzt im Flugzeug sitzt und euch hops nehmen wird? Oh mein Gott, er ist wirklich. Nein, Russik hat es wirklich geschafft, okay. Wer ist der Erste? Wer ist der Vordere? Nein. Okay, Amir sitzt da in der Bucht drin einfach und wartet. Der sucht sich rein! Ja! Russik, du Hund! Ja! Was denn? Jetzt hat Russik ein Auto Vorsprung. Ach, Digga, der kleine. Der 31er! Oh mein Gott! Ey, Russik, komm langsam rein, ich tralle es. Max kommt viel weiter als du. Ich hab jetzt jeden. Was für kommt weiter? Ich bin noch ganz oben hier. Ich hab jetzt jeden einmal sabotiert. Ja, das ist cool, dass du hier fair machst. Alter, das Ding ist, Amir macht hat er diesen Camper-Taktiken gemacht und dann wollte ich trotzdem so, komm, ich gehe einfach rein und dann ist er perfekt. Ja, ey, ich bin losgefahren einfach. Ich wusste, dass er sonst reingeht. Digga, das war echt stark. Ja. Das war wirklich stark. Weil jetzt hat Papa Amir das erste Auto geschafft. Ja, und jetzt kannst du das Auto sabotieren. Kein Problem, alles gut. Das Auto ist wirklich ekelhaft, das zweite. Guck mal, Amir, ich habe dich extra nicht sabotiert, damit du jetzt Max vernichtest, weißt du? Das war alles korrekt. Oder? Korrekt. Ist am Ende des Tages immer noch korrekt. Nein, der ist auch losgefahren! Er hat die Amir-Taktik benutzt! So schlecht! Oh ja, Kill. Komm doch nochmal. Ich mach's wieder so. Oh mein Gott! Machst du nicht! Aber nein, ich hab dich! Jungs, ich bin einfach nicht. Was? Nein! Er ist durch mein Flügel durch! Ich bin wie eine Kakerlake, ich überlebe das! Max, hast du es geschafft, oder? Nee, noch nicht. Jetzt, Digga, er ist zweimal in mich reingeflogen, der kleine. Das erste Mal hat sich gut erwischt, Leute, aber danach. Ich bin einfach mit dem Fahrzeug explodiert. Maschallah. Jetzt ist Amir in dem Drecksbummiwagen und Max ist am Rasieren, oder was? Ja, Bro, du bist immer noch vor mir, also beruhig dich. Ja, aber ich fahr jetzt los. Du hast es geschafft jetzt, oder? Oder noch nicht? Ja, ich hab's geschafft. Und ich weiß, wer jetzt meine Rache spüren wird. Nämlich Amir und Russik. Nein, ich bin explodiert! Ich war perfekt am Beyblade! Gut, Amir nimmt sich schon selbst Hops, um den muss ich mich eigentlich gar nicht kümmern. Weiter geht's, Leute. Nein, okay, Amir. Ach komm, lassen wir den. Ist okay, alles in Ordnung. Nein, das ist alles in Ordnung. So läuft der Hase. iCrimex Comeback hier. Nein, oh mein Gott, dieses Rückwärtsfahren ist so ekelhaft. Wenn du seitlich landest, der fährt rückwärts so raus. Oh nein, Russik hat es geschafft. Russik hat es hier geschafft, leider. Wer ist denn der Erste? Wichtig, dass ich da noch gebremst habe.
Guter Dipper. Den Dipper gemacht. Wir haben einfach den Dipper gemacht. We are the Dippers and you are just a schlechter Flieger. Aber schlau und gelehnt war es. Ist eigentlich richtig so, weil Rustig ist Erster, er muss natürlich auch sein Vor. Okay, ich bin rausgeflogen direkt. Dieses Fahrzeug. Amir, ich hab dich gerade in Ruhe gelassen. Aber mir egal! Digga, Amir ist wirklich ein Stück Scheiße. Amir ist mir. Weißt du was, mein neues Ziel ist ja, ich werde einfach nur noch auf Amir gehen. Digga, du bist ein kleines Stück Scheiße, Digga. Jungs, ich finde das eh schon. Was soll man sagen? Was soll ich sagen? Kleine. Gut, dass ihr beide miteinander spielt. Macht so weiter, Jungs. Ich mach dann alleine Finish, ja? Alles YouTube-Palute. Oh, wow, jetzt ist vorbei, Digga. Jetzt ist vorbei. Was los, Max? Alles gut bei dir, Bruder? Amir, du freust dich gerade, obwohl du weißt, dass du gleich, ich will jetzt hier nicht das Video unwerbefreundlich machen. Also weißt du, was Leute, ich glaube, Max ist sauer. Ich glaube, Max ist sauer, Leute. Max hat wirklich... Mein Hass gegen Amir treibt mich hier gerade an. Oh nein, Leute. Ich muss mich beeilen. Nein. Der Hass eines Mannes entwickelt. Nein. Guck mal, ich schaff's gleich runter. Nein, ich hab ihn ausbremsen müssen. Oh nein, Leute, ich glaube, er dreht. Ich glaube, er dreht. Na, scheiße, das Flugzeug ist total kacke. Jawohl! Tschüss, Max! Ja, ja, Bro, ist noch nichts vorbei, Digga. Das ist, meine Rache wird kommen. Bam! Weg mit dir, Trick-Team! Was sagst du mit mir und dem Bruder? Digga, was hast du gemacht? Was hast du gesagt, die Leute an mir? Das war Max und ich! Ja, wir sind gerade einfach beide nicht reingebrettert. Ich weiß, aber. Alter! Ich bin weggeflogen bis ans Er ist bis nach Rennen. Usbekistan. Ja, okay. Alles gut. Oh. Alter! Ich bin so weit weg. Ey, sind wir jetzt nicht alle relativ dicht beisammen? Wir sind alle das gleiche Auto jetzt, ja. Krass. Okay. Wir haben alle das gleiche Auto. Ja, man muss halt springen. Das ist halt auch noch so ein Ding. Das ist schwierig. Also da muss man muss clean reinjumpen, damit man nicht in den Beyblade kommt. Man muss halt auch mal aufpassen, Freunde. Man muss den clean Hasen aktivieren. Man muss auch mal den... So, Leute, guck mal, wie clean ich das hier... Oh mein Gott. Oh, perfekt reingedippt. Ich hab einfach die perfekten. Nein. Oh mein Gott! Fettfinger. Nein, was mache ich denn jetzt? Die haben mich da gefangen! Die haben mich da gerade gefangen! Runtergefallen, verdammte Axt! Geil. Rustig hat sein Karma kassiert, auch wichtig. Was für Karma? Yo, das war für das, was du da mit mir gemacht hast, aber iCrimex trotzdem wieder auf dem ersten am Ende des Tages. Ihr habt mich sabotiert bis zum Geht nicht mehr, gerade im Tag. Und jetzt kriegt auch wieder sein Karma! Nein! Das war so knapp! Bruder! Wie? Ich bin in den Rang. Wie? Du, ich bin unter deinen Flügel durchgefahren! Oh mein Gott, Bro, diese Flugzeuge sind so kacke, Digga. Das wäre so Karma gewesen, wenn ich dich da unten weggeholt hätte. Nein, ich flieg. Aber was? Egal, Ami kriegt noch sein Karma mit. Ami hat mich noch versucht zu sabotieren gerade, der kleine 31er. Ja, was soll ich sagen, Bruder? Was soll ich dir sagen, Bruder? Digga, Rustig, einfach in einer Runde bist du vom ersten auf den letzten gekommen. Ach nein! Was ist hier gerade passiert? Und davor habt ihr mich halt sabotiert, Tag Team mäßig. Okay, Amir. Nein. Checkt immer noch nicht, dass da eine Lücke ist. Ah, verdammt! Ich wollte eigentlich so rammen seitlich, dass du runterfliegst. Oh Mann, Alter, du bist doch so ein Rentner. Der Rentner ist aber auf dem ersten Platz. Ja, herzlichen Glückwunsch. Amir, habe ich wirklich kein Mitleid. Amir, haben wir gar kein Mitleid. Nee. Nein. Ich hab ihn nicht. Er hat mich nicht. Ich lebe doch! LOL! Ich dachte, weil da alles. Digga, wie konnte das überleben? Weil ich bin der Beste. Wie keiner. Was soll das denn jetzt hier sein? Rostock fliegt einfach an mir vorbei. Ich bin jetzt so lange, bis Ami im Flugzeug ist und dann werde ich mich hier vorbereiten für den Boost. Oh mein Gott! Der Alter, Rostock hier schon wieder der andere Beyblader. Digga, wie kann man. Der Junge ist einfach immer so unkontrolliert, das geht doch gar nicht. Okay, da kommt Amir und das heißt, dass jetzt der Moment gekommen. Was will. Nein! Amir, wer ist denn dein Ziel? Ja, guck mal, ich bin gerade auf dich gegangen, ich bin direkt auf Rustig gegangen. Outblade, das war doch schon wieder zu easy. Nein! Ja! Kurz vor Schluss fällt er runter. So. Was für Ängste, ich weiß. Wer hat dir der Buggy eigentlich gefallen, Max?
Habe ich, also ich schaffe eigentlich hier gerade alles first try. Der Buggy auch. Ja, weil du auch Rentner-Taktik gemacht hast, ne? Ja, ist doch egal. Ja, ich mach so. Am Ende mit dem Drecksbringer runtergefallen, ey. Ist doch, was gibt es? Sportwagen, Sportwagen auch wieder ganz gut. Also ich finde die Autos, die gerade hier kommen, finde ich sehr gut, Leute. Es läuft sehr gut bei uns hier. So, komm mal, jetzt hier wieder mit der richtigen Geschwindigkeit rein. Digga. Ah, mir lacht so dreckig. Was hast du gemacht? Also, was hast du gemacht, Armin? Was ist denn der war Beyblade-Dit, der kommt gerade in Ruhe und ich fahre dem extra seitlich rein, dass er runterfällt. Oh mein Gott, ist der Junge ehrenlos. Armin ist wirklich ehrenlos unterwegs. Aber der Wagen ist doch ein bisschen schwierig zu kontrollieren. Schwieriger als ich dachte. Russik, alles gut, Bruder. Oh, Handbremse, immer schön mit Handbremse arbeiten. Okay, Russik gebrochen. Ich bin gebrochen. Siehst du, ich hab schon gewonnen, Digga. Also ja, mich hat er noch nicht gebrochen. Ja, Bruder, kommt noch alles. Kommt doch noch alles. Naja, ich glaube, da kommt nichts mehr. Wer weiß, vielleicht warte ich am unten auf dich und dann hau ich dich weg. Ja, versuch mal. Ich. Oh nein, ich muss mich beeilen, Leute. Nein! Der Junge ist so lost, Digga. Der Junge ist so lost. Ja, gut, komm, du bist kein GTA, du, das muss man sagen. Das muss man leider zugeben, dass du kein GTA-Noob bist und du weißt, wie man da... Ich hab schon GTA gespielt, da haben deine Eltern nicht mal an dich gedacht. Ach, Digga, Hauptsache ich bin älter, aber okay. Der Spruch, Alter, Leute. Ach, Jungs, das Leben ist echt anstrengend. Okay, oh. Was ist passiert? Okay, ah, deswegen willst du Russik ein bisschen auf Abstand halten. Ups. Hey, boah. Wie lange bist du die ganze Zeit? Jungs, ich bin gebrochen. Max, wie viele Autos brauchst du eigentlich noch? Ey, Bro, frag mich doch nicht. Das Rennen geht ewig. Das ist hier 10-Stunden-Version. Das dauert echt lange, das Rennen, Leute. Also, ich bin jetzt hier gerade bei 25 von 37. Also, 2/3. Aber ich werde es fertig machen, das Rennen. Ich finde es trotzdem geil. Leute, es gibt hier ein XXL-Rennen. Wir machen hier ein bisschen heute eine XXL-Version. Zum Oster. Das Oster-Special. Das wird das Oster-Spezial hier. Wobei, ich weiß noch nicht, wann ihr das Video seht, aber wir nehmen das hier gerade zur Osterzeit auf. Osterzeit. Hast du ein Ostergeschenk? Osterzeit. Wir machen alles zur Osterzeit. So, der Mitte-Boost ging noch schon mal ganz gut hier. Ah, erst beim Rocket-Auto. Mhm. Und natürlich auch direkt geschafft, ne, mit 2 Boosts. Ey, Jungs, ich raste hier aus. Mann. Das wäre auch absolut cringe, wenn du es nicht geschafft hättest. Ey, Ari, wie viele Autos bist du eigentlich vom Max entfernt? Kannst du ihn wenigstens noch einholen? Ich glaube schon, das wäre möglich. Oh, ey, boah, ich... Nein. Ich bin viel zu ungeduldiger Mensch, Jungs. Das geht nicht. Das geht eigentlich. Digga, Ami, du drehst jetzt nicht ehrlich nochmal. Digga, wie kann man denn so ein kleiner... Wie kann man so ein kleiner Huhn sein? Er dreht doch mal, guck mal, ich kann nichts machen, der fliegt da rum. Sag mir, dass du runtergefallen bist. Sag mir, dass du... Er ist nicht runtergefallen, Leute, aber egal. Nein, egal. Nein, ich fahr runter, Und Chance, Max! Und ich lebe! Er fliegt wirklich dreimal in mich rein. Also, ehrlich, Leute, mit solchen Leuten muss gar kein... Mit solchen Leuten Rennen fahren, wirklich, also... Was hab ich denn jetzt? Was haben wir denn jetzt? Ah, jetzt haben wir dieses andere Sportauto. Ja, ich bin jetzt bei 22 von 37. Ich glaube, du bist... Ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube, du bist ein Auto hinter mir. Oh, Digga, das war jetzt so dumm von mir, aber egal. Obwohl, oder? Warte. Nein! Digga, dieses Polizeiauto ist so schlecht, Digga. Ja, das ist wirklich ekelhaft. Digga, Armin, ich würde das Ding. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, lass ihn ruhig. Russik gebrochen, offiziell. Der Beyblade-Dit, er will sich langsam fangen und ich begleite ihn so langsam zum Rand mit meinem Auto und schieb ihn runter. Ey, wirklich, Russak, es tut mir so leid, Bruder. Ach, Digga. Mama sitzt da.
Mach mal Sitz, Max. Aber Amir, rächt dich doch einfach mal bei Amir. Nein. Steig mal ins Flugzeug. Geil, Digga. Karma regelt schon von alleine. Oh mein Gott. Leute. Ist ja das, was ich immer sage. Das Karma regelt schon von alleine. Leute, wenn ihr aufgebt, dann können wir jetzt auch aufhören. Aber Wait one second. Rostock hat wirklich angelieft. Hä? Rostock hat aufgegeben. Rostock hat aufgegeben. Er ist rausgegangen. Oh mein Gott, Leute, ich hab's geschafft! Das erste Mal bringe ich jemanden zum Leben! Russig ist wirklich ein LOL, Digga. Oh mein Gott, aber da kannst du dir auch vorstellen, wie asozial meine Dinger waren, ne? Ja, du hast ihn ja die ganze Zeit nur, Alter. Gut, ja, mich ja auch, aber mit ihm hast du dich ja noch mehr gespielt. Nein. Also bei ihm war es noch asozialer, weil wirklich, weil... Er ist ja auch die ganze Zeit nicht weitergekommen. Es hat dann, ja genau. Drauf. Digga, das ist wie, als würdest du auf jemanden treten, der schon am Boden liegt, weißt du? Oder ich war bei ihm getreten, auf den getreten wurde, als er auf dem Boden liegt. Du bist so ein Ding. Du bist einfach noch dazugekommen und hast noch draufgespuckt. Ja, Mann! Guck mal, dafür feiert er sich. Merkt ihr, mit was für Leuten man hier GTA auf. Oh, endlich! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Oh mein Gott, nein. Oh nein. Dieser Van, Bro. Dieser Van, was ist das? Dieser Van ist so wunderschön. Oh mein Gott! Ich hab gar nichts gemerkt! Nein! Ja! Oh, sehr gut, Leute. Oh, sehr gut. Rustig lebt doch noch. Oh, er ist auch drin, er redet nur nicht mehr. Rostock, warum bist du muted? Ey, Leute, ich weiß nicht. Oder vielleicht fährt ein KI? Ja, aber der rammt dich doch nicht. Ah nein, er ist noch drin. Das ist nur ein X. Ah, das war ein X, weil du tot warst. Warte, der rumweg lief. Ja, Rostock, wenn du redest, du bist muted, Bruder. Ja, Leute, er will einfach nicht mit uns reden. Okay, Leute, wir haben ihn vielleicht nicht zum Lieben gebracht, aber wir haben ihn zum Nichtsprechen gebracht. Er ist halt trotzdem gebrochen, Digga. Er ist gebrochen. Oh, ich bin jetzt beim Polizeiauto. Wait a second, Max. Bist du nicht nur ein Auto weiter als Polizeiauto? Ja, aber Bro, schaff mal Polizeiauto. Boah, Leute, wenn ich das jetzt First Try schaffe, das wäre dieses Big Baba Move, Alter. Bro, wenn du das jetzt First Try schaffst, hast du gewonnen. Ich gebe auf. Okay, Rentner. Ich will jetzt so anders Rentner fahren, Leute. Leute, das sind 3000 Euro. Wir legen gerade 3000 Euro im Polizeiauto. Aber ja, normal fahren, Digga. Jetzt nicht hier diese Zentimeter-Taktik. Nein, ich fahr normal. Weiß mir egal. Ich bin eh vor ihm am Flieger und dann werde ich ihn eh wegsabotieren. Wenn du schaffst, Bruder, wenn du schaffst. So wie du vorhin mit mir gemacht hast. Mit Polizei war Auto dreimal in mich reingeflogen. Oh mein Gott, Leute, dass wir dieses andere Schwitzen jetzt seid. Oh mein Gott. So, hast du es unten angestellt? Ja. Hast du es geschafft, ne? Ja, noch nicht ganz, aber ich sag mal... Ich gönn's dir, wenn du schaffst. Ich gönn's dir doch, Max. Ja, du gönnst mir gar nichts, Junge. Was redest du da? Natürlich gönn ich dir. Lass du kurz mal nochmal ausrutschen. So, habe ich natürlich hier geschafft. Oh, so, nein, wo ist er denn, der Kollege im Polizeiwagen? Ja, ich mach da extra Sirene nochmal für dich an, Bruder. Hier, guck. Wo ist er denn? Guck hier, Sirene. Na, da vorne sehe ich ihn doch schon. Oh nein. Hab ich doch hier schon wieder anvisiert. Nein! Tschüss! Oh, sind das doch keine 3000 Euro für Amir? Oh. Ja, komm, damit hast du gewonnen, du Hund. Damit hast du gewonnen. Leute. Ja, nee, noch nicht ganz. Ich mach das Ding jetzt fertig. Ich werde dafür sorgen, dass du niemals mit diesem Polizeiwagen unten ankommst. Oh, Leute, er meint das komplett ernst gerade. Oh Gott. Na gut, ich seh, wie der da vorne schon runterfliegt. Da muss ich eigentlich... Ey, komm, da musst du eigentlich gar nicht mithelfen. Na ja, komm, lass ihn. Lass mich. Hoffentlich kriegst du Golfkarte oder so. Ich hoffe, ihr werdet alle verkackt. Wo warst du, Digga? Russik da. Ey, Digga, du bist doch immer noch bei dem SUV. Was machst du denn, Digga? Bro, Amir hat mich... Wie kann man denn mit dem SUV so lange brauchen, da runterzukommen? Amir hat mich hops genommen, die ganze Zeit. Dann wurde ich gerade einfach angerufen. Bro, du bist aber auch, hast aber auch wirklich oft selbst gefällt. Ja, muss man auch dazu sagen. Ja, weil ich eh schon sauer bin. Ich bin eh sauer. Dann ruft mich mein Papa an. Dann musste ich kurz Papa helfen. Jetzt bin ich wieder hier und ich will gar nicht weiterfahren. Ich will das gar nicht mehr. Der Rostock ist gebrochen. Also, eigentlich würde ich, glaube ich, nur noch jetzt hier mit dem SUV runterfahren und den einen oder anderen Sabotage-Manöver raushauen, wenn ich ehrlich bin, Jungs. Ja, gibt ja, auch. Du kannst ja mal ein bisschen dran denken, was Armee die ganze Zeit mit dir gemacht hat. Hey, Rostock. Ja. Seid ihr überhaupt eng beieinander? Nee. Nee, er hat zwei Autos. Also ein Auto zwischen uns noch. So, ja, nee, also ich kann dich mal dran erinnern, wer dich in Ruhe gelassen hat, so. Ey, Jungs, mir geht's gar nicht gut, ich sag euch ehrlich, mir geht's gar nicht gut. Und wer dich gebrochen hat. Also ich will nicht sagen, ne, aber Rostock,
die ganze Vergangenheit, was du mir alles schon angetan hast, war das heute wirklich eine schöne Rache. Oh, nee. Das nee, war nee, eine du, schöne Rache. Schau mal, wie Rosak, wie er das hier rechtfertigen will. Nee, damit würde ich mich gar nicht hier. Ja, aber du kannst sagen, was du willst, Max. Rustig war schon der Ekelhafte, wenn es um Sabotage ging. Rustig war auch schon oft immer ekelhaft sabotiert, ja. Das stimmt. Und das war heute die Rache und ich habe Polizeiauto geschafft. Ja, aber Bro, man muss halt auch mal die alten Kamellen dann außen vor lassen. Nee. Einfach nur nee. Na, du hast jetzt hier Polizeiauto geschafft. Aha. Ja. Max. Ja, Max. Ja, Max. Nein! Ist ja lost, Digga. Nein. Jungs, ich bin ganz unten angekommen im Flugzeug jetzt. Ja, scheiße, ich hab mich nicht mehr. Der war zu ekelhaft. Ha. Ach, verdammt. Irgendwie, ich bin jetzt so für den Underdog. Ich bin für Russik. Ich würde feiern, wenn er noch der Erste wäre. Ja, würde ich auch feiern. Das ist jetzt nicht sehr glaubwürdig, Armin. Hä, klar, ich gönne doch Russik alles. Ich will gar nicht mehr gewinnen, Jungs. Alles gut. Ich gönne euch beiden den Sieg, aber... Wie viel Fahrzeug hast du noch, Max? Weiß ja nicht. Oh, warte. Aha, ich hab sogar. Was explodiert? Ich bin voll so runtergefallen, der explodiert. Nochmal Rocket Voltic, wie geil ist das denn? Nein. Ist das das letzte Fahrzeug? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Du kleiner Lossi, Digga. Das ist das letzte Fahrzeug bei Max, oder was? Max ist beim letzten Fahrzeug? Ehrlich. Was? Warte mal, was? Hä? Ja, ich bin jetzt ein Flugzeug geworden. Nein, warum? Nein, hat's geschafft. Nein. Ich flieg mit einem Chat die Rampe runter. Oh nein. Und da vorne ist das Ziel. 3000 Euro. Nein. Egal, ich hab's geschafft, Russik zu brechen. Hey, Leute, wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben wenigstens Russik gebrochen, Leute. Ich würde sagen, das war's gewesen. Lasst gerne ein Like da und ein bisschen Glocke, wenn ihr das nochmal sehen wollt, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Amir.